Oh Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute mal eine sportliche Folge. Heute mal eine schön sportliche Folge. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Man kann sich natürlich auch an unliebsame Situationen anpassen. Ist doch kein Problem. Wir machen erstmal eine schöne Spannung. Erstmal ein bisschen entspannen. Ein bisschen runterkommen. Deinen Körper spüren. Oh, übrigens, da gab es eine Aussage zum Saturn. Und zwar kleiner Shitstorm für Dua Lipa, die gesagt hat, Leute, alle, die keinen Bock auf Saturn haben, können raus. Oder habe ich das geträumt? Nee, warte mal. Dua Lipa hat gesagt, alle, die keinen Saturn mögen, können raus. Das habe ich vielleicht geträumt. Gut, lass uns das vergessen. So. Ach ja. Wir machen aber jetzt Crushed Eis selber, schreibt Melissa Mautz. Sehr gut. Oh, guck mal, da ist die Leute, die hier so einen tollen Crushed-Eis-Maschine haben, oder? Das ist doch das letzte bisschen Wut, was uns die Zivilisation noch nehmen will. Ich finde, wer sein Crushed-Eis nicht mit einem guten alten Hammer macht, der hat es eigentlich auch nicht verstanden. Diese Zivilisation hat uns alles an Gewalt und Wut genommen. Warum nicht einfach zurückholen beim Thema Crushed-Eis? Warum nicht entspannten Sommerfun kombinieren mit jahrhundertelang antrainierten Gewaltinstinkt und einfach sagen, nee, einfach mal in den Sack rein und mit einem Hammer zerdeppern. Wann habt ihr das letzte Mal richtig was zerdeppert? Mal so richtig zu sagen, heute wird zerdeppert. Morgen stehe ich auf und sag, was steht heute an? 14 Uhr, zerdeppern. Und dann wird auch einfach ohne Gnade zerdeppert. Das muss man auch mal machen. Schreibt euch das mal auf die Liste für euren Sommer. Mindestens einmal in der Woche was zerdeppern. Einfach mal schön ein paar Eiswürfel nehmen und auf Eiswürfel einschlagen. Macht richtig Spaß. Bei Eiswürfeln, man denkt, oh, ihr seid zu hart, ihr seid zu kalt. Ihr denkt, niemand kann euch was. Und ich sag euch erstens, Klimaerwärmung. Aber zweitens, jetzt erstmal akutere Gefahr, mein Hammer. Und dann einfach batz. Und es ist bei der erste Schlag, man denkt immer, oh, die sind echt hart. Aber dann geben die schon so ein bisschen nach. Und der zweite ist dann Batz. Eis kaputt schlagen ist einfach das Beste. Und ansonsten hier ein fantastischer Tweet. Gestern zur neuen Folge Verflixte Klicks. Die letzten Wochen Lehrer-Emoji und jetzt natürlich diese Woche randvoll mit saftigen grünen Eiern. Oh, alle Raubeulen unter euch jetzt erstmal. Oh, diese grünen Eier sehen so herrlich aus. Da würde ich gern mal reingehen, da schön meine eigenen Eier dazulegen und die der anderen auffressen. Einfach mal schön alle wegschnabulieren. Herrlich, diese herrlichen Waldmeister-Eier mit der schönen Füllung da drin. Es ist doch wirklich das Beste. Man muss da wirklich sagen, das Ei ist wirklich ein Geschenk der Natur. Es ist wirklich der perfekte Snack. Es ist eigentlich das Nächste am Nimm-2-Bonbon, was die Natur hervorgebracht hat. Du hast einen geilen Kern drin. Oh, außen musst du dich so ein bisschen durchkämpfen, aber dann hast du einen geilen Kern. Schön in der Verpackung eigentlich. Das Ei, perfekt. Ich respektiere alle Tiere, die Eier essen. Finde ich eine gute Idee. Die Säugetiere, die den ganzen Dinosauriern die Eier weggefressen haben. Finde ich eine gute Idee. Wenn ihr nicht aussterben wollt, warum ist euer Nachwuchs dann so köstlich? Sorry, es ist doch kein Problem, in so ein Ei einfach irgend so ein Enzym reinzutun, dass es einfach schlecht schmeckt. Die Chilischote hat schon lange erkannt. Okay, gut, schlechtes Beispiel. Wir essen die Chilischote gerade, weil sie zur Abwehr diese scharfen Stoffe entwickelt hat. Gut, schlechtes Beispiel. Tintenfisch zum Beispiel, der mit seinem Tintenstrahl wir züchten extra Tintenfische, damit wir ihre Tinten absaugen können, damit wir mit Tinte malen können. Schlechtes Beispiel, aber jetzt zum Beispiel so ein Fliegenpilz. Na gut, okay, es gibt genug Leute, die pflanzen Pilze extra an, nur um diese Giftstoffe zu... Ihr versteht, was ich meine. Es muss ja nicht so köstlich schmecken. Ihr müsst ja jetzt eure Nachkommen nicht irgendwie besonders schlecht schmecken lassen, aber dass es halt nicht besonders köstlich ist. Wie so ein schönes Omelette. Das ist doch wirklich lächerlich. Also da kann man doch mal wirklich auch Verständnis haben. Und als ob so ein Huhn nicht einfach selber auch mal so ein Ei wegsnackt, kommt mir nicht mit Kannibalismus. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wenn du so einem Huhn einfach mal so ein schönes Omelett hinlegst, als ob das Huhn sagen würde, nein, ich esse doch nicht die Tochter von Rudi. Die, natürlich picken die das weg. Natürlich haben die Bock auf Omelett, so mit so einem schönen Käse drüber. Ist doch kein Problem. Da kann doch einfach niemand widerstehen. Und ich glaube, es ist auch kein Kannibalismus, wenn Hühner Pfaueneier essen oder wenn Pfauen Hühnereier essen oder irgendwie sowas in der Richtung. Wäre aber ein interessantes Experiment.
Experiment, ob Tiere nicht die Eier ihrer eigenen Art essen würden, ob da sozusagen so ein Antikannibalismus-Gen bei denen aktiv wird und sagt so, na, das sieht mir zu ähnlich aus, das sieht mir ein bisschen zu sehr aus, als würde ich mich selber essen, ist denn schon wieder Moin Moin mit, oh, hol meine Herren, also das ist da wirklich, Eier sind doch wirklich das mit Abstand absurdeste, was es überhaupt gibt. Diese ganzen Farben, diese, also wenn wir Menschen für eine Sache die Ausrottung verdienen, dafür, dass wir uns so viele Eier reinschieben, oder wirklich wie fucking gemein das einfach ist, so, die müssen den ganzen Tag Eier legen und wir schneiden die auf und kochen die und bringen da alles um, was da drin ist und schieben uns das rein und einfach hunderte Eier den ganzen Tag und dann einfach so auf Brot. Stell dir mal vor, was das für eine fucking Horrorlandschaft für ein Huhn sein muss. Dieses Bild in den Augen eines Huhns sind locker fünf Embryos, die einfach gekocht und aufgeschnitten in unterschiedlichsten Farben des Schmerzes ausgebreitet wurden und hier wurde reingebissen. Was das hier einfach für ein Schlachtfeld darstellen muss. Lass niemals einen Huhn dieses Bild sehen. Ich glaube, das ist wirklich tief traumatisiert. Heieieiei. Meine Herren, das ist schon echt hart. Das ist schon echt hart. Florentin, hast du mit diesem Gewinner gerechnet? Ja, die Schlagzeilen erreichen mich natürlich nahezu stündlich zu dem aktuellen Aufreger. Blume des Jahres 2022 ist die Einbeere. Und da hat natürlich der Aufschrei nicht lange auf sich warten lassen, denn die Einbeere ist Blume des Jahres 2022 gekürt von der Loki-Schmidt-Stiftung. Moment, es gibt Loki Schmidt? Loki heißt Loki Schmidt? Schmidt ist der Nachname von Loki Schmidt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist irgendwie so eine nordische Gottheit, irgendwie Loki oder so. Naja, Schmidt. Loki Schmidt, Schmidti genannt. Mit der Aktion Blume des Jahres rückt die Loki-Schmidt-Stiftung seit 1980 in jedem Jahr einen selten gewordenen Lebensraum in den Fokus. Nun ist die Einbeere zur Blume des Jahres 2022 gewählt worden. Eine Staude, die in unseren Wäldern heimisch ist. Wenn das das Beste ist, was Leute über dich sagen können, ja, Einbeere, herzlichen Glückwunsch, liebe Einbeere, richtig toi toi toi. Ich finde, du warst immer eine der Stauden, die in unseren heimischen Wäldern heimisch ist. Ja, ich meine, Einbeere, was soll ich dazu sagen? Du bist eine der Stauden, die ich immer gerne in unseren heimischen Wäldern gesehen habe und du verdienst diesen Preis für deine Einheimischheit in Wäldern und dass du eine Staude bist und bravo. Bravo für die Einbeere, hast du richtig gut gemacht. Man kann natürlich jetzt mal diskutieren, sind Beeren wirklich Blumen? Was ist denn mit der Erdbeere? Ist die Erdbeere auch eine Blume? Was ist eigentlich eine Blume? Finde ich ehrlich gesagt eher fahrlässig. Und wenn wir uns mal angucken, ist das die fucking lameste Pflanze, die ihr je in eurem Leben gesehen habt? Wie fucking lame ist die Einbeere? Blätter nach oben? Kritische Entscheidung. Und hier, das ist eine Beere, oder was? Das ist die Einbeere, der Einbeere. Die heißt Einbeere, weil sie nur eine einzige Beere hat. Ist die schmackhaft? Warte mal. Einbeere schmackhaft? Einbeere ist sogar eine Supernahrung. Oh, und in Drakensang gibt's das auch, okay. Ist häufig vorkommend vielseitig Heilpflanze. Aha. Aha, okay, okay. Einbeere ist anscheinend eine Supernahrung. Was ist die Einbeere? Ja, Text. Ich streich mir mal ein bisschen was an. Nee, danke. Sie wirkt narkotisierend. Aha. Ist leicht giftig. Leicht giftig. Da können wir nochmal von letzter Woche Kampfruf Gift ist keine Lösung in Erinnerung rufen, aber ist leichtes Gift eine Lösung? Leichtgift. Empfohlen wird die Pflanze nur in fertigen Präparaten homöopathisch. Oh nee! Oh nee! Ach komm, jetzt sind wir nicht hier in dieser Fantasiewelt wieder. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Brustentzündung, Augenentzündung, Drüsenentzündung, Geschwürentzündung, Kopfentzündung, Nervenschmerzen. Nervenschmerzen? Was soll denn Nervenschmerzen sein? Kommen nicht alle Schmerzen von Nerven? Hat das jemand schon mal gesagt, so, boah, Alter, meine Nerven, ey, eieiei. Oh, meine Nerven tun ziemlich weh.
Oh, die haben aber echt ein, also, oh, meine Nerven. Überall im Körper Schmerz, Nervenschmerz. Ah, meine Nerven. Oh, aber der Regen, meine Herren. Oh, und dann noch der Nervenschmerz. Und dann regnet der kalte Regen auf die schmerzenden Nerven drauf. Und ich bin wirklich so, ich kann von allen Seiten, Schmerz der Regen, schmerzen die Nerven von allen Seiten, Mensch. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, mach's gut, tschüss. Laut der Volksheilkunde können auf krampfhafte Bronchitis, ach komm. Ist das jetzt wirklich so ein Homöopathie-Ding? Also Blume des Jahres, die Einbeere, absoluter Flop, absoluter Reinfall, ist nichts für mich. Ist nichts für mich. Nee. Kommentare. Ach fuck. Naja, auf jeden Fall, ich bin enttäuscht. Ich bin absolut enttäuscht von der Einbeere. Kann nichts. Blume des Jahres, die vierblättrige Einbeere, haben wir schon gesehen hier. Lena, du bist leider zu spät, tut mir leid. Hashtag, da bin ich wieder, sehr schön, freut mich, dass du da bist, aber leider zu spät. Leider zu spät, der Datenhighway ist nun mal ein Haifischbecken. Ich weiß doch, ihr mögt das. Ihr mögt diesen kleinen Anker, ihr mögt diesen kleinen Angelhaken. Zwei völlig unterschiedliche Bilder, aber man weiß nicht. Ja, wenn so ein Fisch im Wasser nach was greift, weiß er nicht. Ist es ein fester Anker, an dem er sich festhalten kann, oder ist es ein Angelhaken? Leben Fische in Ankern? Ich weiß es gar nicht. Wie gehen Fische mit Ankern um? Da wohnst du irgendwo, hast du eine schöne Wohnung gemietet und dann kommt da so ein Anker durchgeballert einfach. Ach, wie nervig das ist für Fische, dass da so eine riesige Wassermasse drüber ist. Ne? Da verlierst du dich doch ständig. Das ist genauso, weil wir Menschen sind ja zweidimensionale Wesen. So wie wenn du halt bei World of Warcraft so einen Questmarker irgendwo hast auf der Karte. Weißt du, ja, ich muss da hin. Ich muss so lange dem Fall folgen, dann bin ich da. Außer du bist in irgendeiner Scheißwelt, die irgendwie so eine dreidimensionale Komponente hat, wo du dann so verschiedene Ebenen hast, wo du auf dem Scheißmarker stehst und sagst, wo, wo, wo? Und dann heißt es, ist es unter dir. Fische leben den ganzen Tag so. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag schwimmen die irgendwann, wissen nicht, wo muss ich hin? Bin ich hier richtig? Bin ich 30 Meter über der Party gerade? Was sind das für Leute? Sind das da oben meine Freunde? Wer ist das da? Komplett desorientiert die ganze Zeit. Deswegen sehen die auch immer so ratlos aus, die Fische, weil die immer denken so, wo bin ich hin? Und die können ja auch immer nicht nach oben gucken, oder? Haben die nicht auch immer so Stielaugen und müssen dann auch immer so gucken, wo sie sind? Super nervig. Haben die so ein Gefühl eigentlich, wie hoch die sind? Weil da gibt es ja auch Wasserdruck eigentlich. Aber können die, also wenn du jetzt einen Fisch einfach aufwächst und den fragst, wie tief sind wir gerade, kann der dir das grob beantworten? Hat der so ein Organ, dass der checkt, wie tief er ist? Oder ist es für den, weil als Mensch ja nicht, du spürst ja erstmal nicht, ob du auf einem Berg stehst oder nicht. Also gut, weil Luftdruck ist natürlich wesentlich weniger Unterschied als Wasserdruck, aber checkt das ein Fisch? Wahrscheinlich schon, weil ansonsten wüsste der Fisch ja gar nicht, wo oben und unten ist. Oder wenn der so weit weg ist vom Boden, dass der gar nicht mehr den Boden sieht, weiß er dann trotzdem noch, dann kann er sich ja manchmal so verlieren, weil eigentlich gibt es ja unter Wasser nicht wirklich ein Oben und Unten, oder? Also angenommen, wir sind jetzt irgendwo, wo man nicht mehr die Decke sieht und nicht mehr den Boden sieht, dann woher war, na gut, ja klar, Schwerkraft natürlich. Können wir mal so einen Fisch einladen, einfach mal, können wir so diese ganzen Lanz-Talkshows nerven mich jetzt auch schon langsam, kann er nicht mal einfach so ein Qualle sitzen und einfach sagen, so freundlich erkläre ich dir das mal, wie läuft das jetzt? Wie ist das eigentlich? Weil wie ist das eigentlich, wenn man einen durchsichtigen Körper hat? Fühlt man sich da noch nackter oder fühlt man sich dann unsichtbar? Also ist es dann so, dass man sich die ganze Zeit so ein bisschen entblößt fühlt, wenn sein Körper durchsichtig ist? Oder sagt man, die sehen mich eh nicht, mir ist es egal. Na, also ist es, wie ist das? Darum müssen wir mal drüber reden. Eines Tages können Fische sprechen und dann können wir uns da reinhacken in die Gehirne und endlich mal sehen, was die denken. Und ich hoffe, dass das nicht fucking Rassisten sind. Das wäre unangenehm. Das wäre richtig unangenehm. Wir erfinden die erste Möglichkeit, mit Tieren zu kommunizieren. Und dann sagen die richtig scheiß Sachen und wir sagen, so, wir vergessen diese Erfindung einfach. Vielleicht wurde schon erfunden, vielleicht wurde schon so ein
Kommunikator für Tiere empfunden, irgendwie in den 80ern. Und dann erzählen die aber lauter Scheiße irgendwie. Und dann denkt man sich, fuck, das können wir nicht machen. Die sind alle fucking rassistisch. Hätten wir nicht gedacht, dass Pinguine so fucking fremdenfeindlich sind. Gut, wir vergessen das mit der Mensch-Tier-Kommunikation und fliegen nochmal zum Mond. Lass es einfach nochmal zum Mond fliegen. Einmal noch. Wirklich? Das kostet nochmal 100 Milliarden Dollar. Komm, einmal noch. Einmal noch zum Mond. Stichwort Schwimmblase. Lena sagt, Schwimmblase ist ein Organ der Knochenfische, dient dazu, sein spezifisches Gewicht anzugleichen, sodass er im Wasser schweben kann. Ist das der Fachbegriff? Schweben? Naja, Schwimmen ist schon was anderes. Schwimmblase dient auch der Lagestabilisierung, denn in aufrechter Lage liegt wegen der dorsalen Position der Schwimmblase der Massemittelpunkt unter dem Volumenmittelpunkt. Weiß ich nicht. Glaub ich nicht. Nee, überzeugt mich nicht. Das überzeugt mich nicht. Beim Fisch ist alles Interessante hier. Was ist hier hinten? Egal, brauchst du nicht. Alles Wichtige ist hier. Was ist denn hier hinten drin? Gar nichts, scheiß drauf. Alles Wichtige ist hier drin. Beim Fisch, du musst nur das hier lernen, dann hast du das. Was ist hier vorne los? Egal, völlig egal. Das in der Mitte, das ist das Allerwichtigste. Auf jeden Fall, na gut, es gibt die Schwimmblase. Was ist denn der kartesische Taucher eigentlich? Was ist denn da los? Wasserteufel, Drehteufel. Der Drehteufel ist ein mit Flüssigkeit und Luft gefüllter Hüllkörper. Also da kannst du ja auch schon was Spannenderes erwarten eigentlich. Der als Spielzeug oder als Messgerät für den Druck in Flüssigkeiten dienen kann. Der Name ist abgeleitet von René Descartes, latinisiert Cartesius. Toll, also die Lena, was die alles weiß, die Lena, die ist so schlau. Die ist so schlau. Reagieren Fische wirklich so? Schreien Fische, wenn sie so aus dem Wasser rausgebissen werden? Sind Fische wirklich so dramatisch? Ich meine, klar, du wirst gerade zu Tode gebissen, aber komm mal ein bisschen runter, okay? Das ist, finde ich, ein bisschen überdramatisch. Das ist einfach, Fische sind auch so witzig, weil die keine Arme haben. Die haben nix. Die haben keine Arme, die haben keine Beine, die haben gar nichts. Das ist einfach nur so ein Wurstding einfach. Ich werde Fische nie nicht lustig finden, muss ich ganz ehrlich sagen.